Ihr habt Matthäus Kapitel 19 gelesen, wo die Bibel sagt in Vers 3, da traten die Pharisäer zu ihm, versuchten ihn und fragten ihn, ist es einem Mann erlaubt, aus irgendeinem Grund seine Frau zu entlassen? Und der Titel meiner Predigt ist Scheidung und Wiederheirat. Scheidung und Wiederheirat. Oder alternativ Scheidebrief und Wiederheirat. Denn ich werde hier auch viel auf den Scheidebrief eingehen, der dann in den nächsten Versen vorkommt. Scheidung und Wiederheirat. Ist es einem Mann erlaubt, aus irgendeinem Grund seine Frau zu entlassen? Lass uns erstmal auf die Frage der Scheidung eingehen, bevor wir zu Wiederheirat kommen. Aber bevor wir dazu kommen, Matthäus Kapitel 19, Vers 3, was steht hier? Da traten die Pharisäer zu ihm, versuchten ihn und fragten ihn. Was dir auffällt im Matthäusevangelium und in den anderen Evangelien, dass die Pharisäer unehrliche Fragen gestellt haben, unehrliche Fragen mit einer bestimmten Absicht. Nicht um eine Antwort von Jesus zu bekommen, sondern um Jesus zu versuchen. Und was mit gemeint ist, ist nicht unbedingt auf die Probe stellen im Sinne von, na, weiß der wirklich, was die Antwort darauf ist, sondern ihn zur Sünde zu versuchen. Dass Jesus etwas Falsches sagen würde, wodurch sie ihn hätten verurteilen können. Entweder vor den Römern oder vor ihrem Hohen Rat, vor dem Sanhedrin, dem Hohen Rat der Juden, um ihn zu verurteilen, um ihn letzten Endes zu töten. Was war das Ziel der Pharisäer? Wollten die Pharisäer von Jesus wirklich eine ehrliche Antwort haben? Im Großen und Ganzen nein, sondern sie wollten Jesus umbringen. Immer und immer wieder lesen wir, dass sie Hand an Jesus legen wollten, dass sie ihn versuchen wollten, dass sie eben etwas sage, damit sie Anlass hätten, ihn zu verurteilen zum Tode. Das war ihr Ziel, Jesus zu verurteilen. Und das müssen wir hier erstmal feststellen. Ja, die Pharisäer haben diese Frage gestellt, ist es einem Mann erlaubt, aus irgendeinem Grund seine Frau zu entlassen, um ihn zu versuchen, damit Jesus etwas Falsches sagen würde, damit Jesus sich verplappern würde, damit sie ihn entweder verklagen könnten vor den Römern oder vor dem Hohen Rat. Wäre sinnvoller in diesem Beispiel vor dem Hohen Rat, vor ihrem Sanhedrin, um ihn zu Tode zu verurteilen. Anderes Beispiel dafür, mit der Ehebrecherin, ja, sie bringen eine Ehebrecherin vor Jesus und sie wollen ihn versuchen, was denn Jesus dazu sagen würde. Denn hätte Jesus gesagt, die Ehebrecherin soll umgebracht werden, dann hätten sie ihn vor den Römern verklagen können. Dann hätten sie sagen können, hier, der ruft zum Mord auf. Genauso wie sie das mit uns übrigens machen. Ja. Wir rufen ja zum Mord auf. Tötungsaufruf der Baptistensekte in Pforzheim, dieser ganze Schwachsinn. Sie hätten sagen können, der ruft zum Mord auf. Und dann hätten ihn die Römer vielleicht dadurch zu Tode verurteilt. Hätte Jesus gesagt, sie soll nicht zu Tode verurteilt werden, die Ehebrecherin, dann hätten sie Jesus vor ihrem Hohen Rat, vor dem Hohen Rat der Juden verurteilt. Also einfach nur ein Beispiel. Die Pharisäer, sie wollen keine ehrliche Antwort. Das ist nicht ihr Ziel. Der Fakt, dass sie diese Frage stellen, beweist, höre mir zu, der Fakt, dass die Pharisäer diese Frage Jesus stellen, beweist, dass sie wissen, dass es keinen Grund für Scheidung gibt. Sie wissen das eigentlich. Sie wissen das eigentlich, dass es das ist, was das Gesetz sagt. Ich glaube nicht, dass sie einfach nicht wussten, was das Gesetz dazu sagt. Dass sie nicht Verse kannten, wie dass der Herr die Ehescheidung hasst und so weiter. Sicherlich kannten sie diese Verse. Der Fakt, dass sie überhaupt diese Frage stellen, beweist, dass sie wissen, dass es keinen Grund für Ehescheidung gibt, weil sie Heuchler sind. Sie wollten einen Grund suchen, Jesus anzuklagen. Sie haben Jesus versucht. Sie hätten Jesus nur versuchen können, nur anklagen können, hätte Jesus etwas gesagt wie, ja natürlich, man darf seine Frauen lassen. Natürlich hätte Jesus das nicht gesagt. Wir wissen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, das Wort Gottes selbst, Gott im Fleisch. Okay, wir wissen das. Aber die Pharisäer, sie hatten halt einfach nur ein Ziel im Kopf, Jesus verklagen, Jesus verurteilen. Sie wissen, dass es keinen Grund gibt für Scheidung. Deswegen stellen sie überhaupt diese Frage. Ist es einem Mann erlaubt, aus irgendeinem Grund seine Frau zu entlassen? Sie wollten, dass Jesus sich verplappert oder irgendwas. In ihrem Hochmut, in ihrem Wahn, weil sie vom Teufel waren, um ihn verklagen zu können. Nun, die Bibel sagt eindeutig in Maleachi 2, Vers 16, ich lese das nur schnell vor, denn ich hasse die Ehescheidung, spricht der Herr, der Gott Israels, und dass man sein Gewand mit Frevel bedeckt. Spricht der Herr, der Herrscharen, dann hütet euch in eurem Geist und werdet nicht untreu. Denn ich hasse die Ehescheidung, spricht der Herr.
Natürlich wussten das die Pharisäer, aber sie haben natürlich die Überlieferung der Alten gelehrt, nicht wahr? Sie hatten ihre eigenen selbst erfundenen Gesetze. Warum? Weil sie selbst Ehebrecher waren. Sie waren selbst Heuchler. Der Fakt, dass sie diese Frage stellen, zeigt auch, was in ihrem Herzen ist. Ja, diese Frage, ist es einem Mann erlaubt, aus irgendeinem Grund seine Frau zu verlassen? Einfach aus jedem erdenklichen Grund? Warum stellen sie wohl diese Frage? Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Die Pharisäer hatten Ehebruch in ihrem Herzen. Oder hat Jesus ohne Grund gesagt, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona? Ein ehebrecherisches Geschlecht. So waren die Pharisäer. Deswegen, unter anderem deswegen stellen sie auch diese Frage. Aber natürlich lernen wir trotzdem etwas. Ja, natürlich, auch wenn es nicht die Absicht der Pharisäer war, eine gute Antwort zu erhalten, lernen wir als Christen etwas über das Thema Scheidung und Wiederheirat. In Johannes 8, weiteres Beispiel, da lesen wir davon, dass sie von ihrem Gewissen überführt waren. Sie waren Ehebrecher selbst, allesamt die Pharisäer, ein ehebrecherisches Geschlecht, sie waren Heuchler. Und unter anderem deswegen, weil das in ihrem Herzen ist, stellen sie auch diese Frage. Matthäus 23, Vers 28, ich lese das nur vor, da heißt es so, erscheint auch ihr äußerlich vor den Menschen als gerecht, inwendig, aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Sie wollten einfach aus einem x-beliebigen Grund ihre Frauen entlassen. Mit welchem Hintergedanken wohl? Um dann ehelos zu bleiben? Nein, sie wollten aus einem x-beliebigen Grund, aus irgendeinem Grund, einfach aus jedem erdenklichen Grund, ihre Frau entlassen. Um dann natürlich eine andere zu heiraten. So nach dem Motto, irgendwie, die kam mir blöd, die Alte, verlasse ich, tschüss, geh. Schreibe dir einen Scheidebrief. Und sie haben das missbraucht, um dann natürlich eine andere zu heiraten. Scheidung und Wiederheirat. Matthäus 19, Vers 4, schau dir jetzt in Matthäus Kapitel 19, Vers 4 an, da heißt es, er beantwortete, also jetzt kommt die Antwort auf diese eigentlich unehrliche Frage, wir bekommen trotzdem eine gute Antwort. Er beantwortete und sprach zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang als Mann und Frau erschuf? Und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch, was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Okay, also bevor Jesus hier überhaupt zu diesem Scheidebrief kommt, der dann später angesprochen wird von den Pharisäern, stellt ihr erstmal fest, hey, es gibt keinen Grund für Scheidung. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Jesus erinnert die Schriftgelehrten, die Pharisäer, an das, was sie eigentlich wissen sollten. Und natürlich haben sie das schon mal gelesen, natürlich wissen sie das an und für sich, aber sie glauben nicht an Moses. Sie glauben nicht an das Alte Testament. Das ist das Problem. Sie legen nur ein Lippenbekenntnis ab, dass sie an das Alte Testament glauben würden, dass sie doch Kinder Abrahams seien und, und. Johannes 3, Vers 16 sagt, ich lese das nur schnell vor, Jesus erwiderte zu Nikodemus und sprach zu ihm, du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Natürlich wissen sie, was die Bibel sagt, an und für sich, aber sie verstehen die Bibel nicht. Die Pharisäer haben nicht geglaubt an das Alte Testament. Würdet ihr Mose glauben, so würdet ihr auch mir glauben, denn von mir hat er geschrieben, hat Jesus gesagt. Was Jesus hier macht ist, er legt für die Pharisäer einfach das Alte Testament aus. Jesus kommt hier nicht, wie liberale Christen uns glauben machen möchten, mit einer neuen Lehre daher und macht das alles lockerer und irgendwie so. Nein, sondern Jesus nimmt das Alte Testament. Hey, ihr wisst doch eigentlich, was das Alte Testament sagt, ihr Heuchler. Darum wird dein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängt. Die zwei werden ein Fleisch sein. Er zitiert das Alte Testament. Und Jesus, das Wort Gottes selbst, legt für uns das Wort Gottes jetzt aus. Was hat es für eine Bedeutung? Er legt für sie das Alte Testament aus. Was hat es für eine Bedeutung, wenn Jesus sagt, oder wenn die Bibel sagt im Alten Testament, darum wird dein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Was bedeutet das, wenn Gott in seinem Wort festlegt, dass ein Mann seiner Frau anhängt und die zwei ein Fleisch werden? Wer bist du, dass du diesen Bund wieder aufhebst? Dieser Vers, wir verstehen alttestamentliche Verse im Licht des Neuen Testaments. Durch das Neue Testament verstehen wir das Alte Testament. Was lehrt dieser Vers? Keine Scheidung. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Das ist die Lehre aus diesem alttestamentlichen Vers. Die zwei werden ein Fleisch sein. Das ist von Gott so bestimmt. Und wer bist du?
was gibt dir das Recht, diesen Bund aufzulösen? Also bevor es dann um den Scheidebrief geht und so weiter, stellt Jesus erstmal fest, hey, das Alte Testament, an das ihr behauptet zu glauben, das lehrt, dass man sich nicht scheiden lassen darf. Aber in euren Herzen ist Scheidung, ist Ehebruch das, was in euren Herzen ist. Und die Pharisäer hätten Jesus natürlich gerne vor ihrem Hohen Rat angeklagt anhand des Gesetzes Moses, an das sie lustigerweise aber selbst nicht glauben. Denn wenn ihr Mose glauben würdet, so würdet ihr auch mir glauben, denn von mir hat er geschrieben. Das einzige Lösemittel, um das mal so auszudrücken, das einzige Lösemittel für den Bund der Ehe ist deine eigene Sünde und Gottlosigkeit. Der Bund der Ehe ist wie Kleber. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, wird an ihr hängen, an ihr festkleben. Die zwei werden ein Fleisch sein. Und es gibt kein Lösemittel für diesen Kleber, außer deine einzige Sünde, außer deine eigene Sünde und Gottlosigkeit, außer dein Ehebruch. Matthäus 19, Vers 7, schau dir den nächsten Vers an, Vers 7, da heißt es, da sprachen sie zu ihm, die Pharisäer, warum hat denn Mose befohlen, ihr einen Scheidebrief zu geben, sie so zu entlassen? Also der Witz ist, sie glauben selbst nicht an Moses, aber sie argumentieren mit dem Gesetz Mose, damit sie einen ganz heiligen Grund haben, einen scheinheiligen Grund hätten, um Jesus anklagen zu können. Warum hat denn Mose befohlen, ihr einen Scheidebrief zu geben, sie so zu entlassen? Jesus, was ist denn damit? Aber das Ding ist, immer wenn die Pharisäer so Fragen gestellt haben, die unehrlich waren, mit der sie eigentlich das Ziel hatten, Jesus verurteilen zu können, geht Jesus natürlich siegreich aus diesem Gespräch hervor sozusagen. Entweder er verwirrt sie durch eine schlaue Antwort, oder es ist ganz einfach so, dass uns aufgezeigt wird, dass die Pharisäer selbst das Wort Gottes überhaupt gar nicht verstehen. Und Jesus gibt uns einfach die Antwort. So, das ist, was das bedeutet mit dem Scheiderruf. Das ist, was damit auf sich hat. Das ist, was das Alte Testament schon lehrt. Nur ihr versteht es nicht. Deswegen denkt ihr, ihr könntet mich anklagen im Grunde genommen. Denn hier ist das Ding. Die Pharisäer, sie haben den Scheidebrief nicht verstanden. Was ist in ihrem Herzen? Sie wollten sich scheiden lassen. Das ist, was sie machen wollten. Sie wollten sich einfach aus irgendeinem Grund, aus jedem erdenklichen Grund, wollten sie sich einfach scheiden lassen. Sie haben gedacht, okay, dann schreiben wir einen Scheidebrief. So, sie hat das Essen anbrennen lassen. Und wie sie, war mir mal ein bisschen ungehorsam. Ich schreibe einen Scheidebrief und zack, geh. Ich suche mir eine andere. Aber jetzt erfahren wir durch das Neue Testament eine weitere, besser verständliche Erklärung, was es mit dem Scheidebrief auf sich hat. Und wir schauen uns dann auch das Gesetz an. Was Jesus hier lehrt, ist eine Auslegung des Alten Testaments. Jesus Christus ist das Wort Gottes selbst. Zu viele dumme Christen heutzutage denken, dass Jesus dem Alten Testament widerspreche, was er natürlich nicht tut. Okay. Gott selbst legt uns hier das Alte Testament aus. Ich meine, ist es nicht wunderbar, dass Gott uns selbst eine Auslegung gibt? Also lass uns das lesen. Also die Pharisäer sagen, da sprachen sie zu ihm, warum hat denn Mose befohlen, ihr einen Scheidebrief zu geben, sie so zu entlassen? Was denn damit? Also im Grunde genommen, sie spielen Mose gegen Mose auf natürlich. Das ist, was sie damit machen. Matthäus 19, Vers 8, schau dir den nächsten Vers an. Er sprach zu ihnen, Mose hat euch wegen der Härtigkeit eures Herzens erlaubt, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Um Menschen zu schützen, nimmt Gott manchmal Änderungen vor. Vom Alten zum Neuen Testament oder auch zu Zeiten des Alten Testaments. Denn das, was wir als Altes Testament bezeichnen, das ist nicht buchstäblich wirklich alles Altes Testament. Das Alte Testament, das beginnt erst später im Alten Testament. Okay, lass mich dir ein Beispiel geben, um das besser verständlich zu machen. Wenn wir von der Schöpfung, dem Garten Eden reden, ja, wir sagen in unserem Sprachgebrauch, das ist Altes Testament. Aber das Alte Testament, den alten Bund, den gab es da noch nicht. Okay, das ist einfach nur zum besseren Verständnis. Aber schon zu alttestamentlichen Zeiten allgemein gesprochen, wenn wir sagen, das Alte Testament mit dem ersten Teil der Bibel, wenn wir das damit meinen, schon zu diesen Zeiten hat Gott manchmal eine Änderung vorgenommen, um Menschen zu schützen. Und ich erkläre dir gleich, was ich damit meine. Also die Bibel sagt hier,
Mose hat euch wegen der Härtigkeit eures Herzens erlaubt, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Das heißt, es hat eine Änderung stattgefunden, nicht wahr? Es wurde ein Gesetz gegeben, was eigentlich ursprünglich nicht Gottes Plan war. Aber lass mich dir sagen, Gott hat diese Änderung vorgenommen, um Menschen zu schützen. Und nicht nur das, sondern um die Institution der Ehe zu schützen, gab es den Scheidebrief. Und ich werde dir gleich erklären, wie der Scheidebrief die Ehe eigentlich schützt. Eigentlich ein Schutz vor buchstäblicher Scheidung ist. Ich komme noch dazu. Aufgrund menschlicher Schwäche und Sünde nimmt Gott manchmal Änderungen vor, um uns zu schützen. Lass mich dir ein Beispiel geben. Schwüre. Irgendwie sowas wie, ich schwöre bei Gott oder ich schwöre bei dem Tempel, ich schwöre bei dem Altar, ich schwöre bei dem Opfer, das auf dem Altar liegt oder so. Schwüre im Alten Testament, das war etwas Gutes. Ja? Ich meine, heißt es nicht in Matthäus Kapitel 5 ungefähr, ist auch gesagt, du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deine Schwüre halten. Aber das ist etwas, was sich tatsächlich ändert im Neuen Testament. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt. Weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch bei deinem Haupt sollst du nicht schwören, denn du kannst kein einziges Haar weiß oder schwarz machen. Es sei aber eure Rede, ja, ja, nein, nein, was darüber ist, das ist vom Bösen. Das heißt, es hat eine Änderung stattgefunden, die so weit ging, dass es für uns jetzt etwas Böses wäre, Sünde wäre, irgendwie bei Gott zu schwören, beim Himmel zu schwören, bei der Erde zu schwören, beim Tempel zu schwören. Das ist jetzt Sünde, etwas, was wir nicht machen sollen. Warum? Weil es missbraucht wurde. Das Gesetz an und für sich ist gut. Schwüre an und für sich waren nicht etwas Falsches, sondern etwas Gutes, solange du sie gehalten hast. Aber es wurde missbraucht, dass Leute einfach so gesagt haben, Gott tue mir dies und das, wenn ich nicht so und so. Und sie bei Gott schwören, ich werde das tun, ansonsten tue mir der Herr das und das. Menschen haben das missbraucht, also aufgrund menschlicher Schwäche und Sünde. Nicht, weil an dem Gesetz was falsch ist, das Gesetz ist perfekt, aber aufgrund menschlicher Schwäche und Sünde wurde eine Änderung vorgenommen, nicht wahr? Gott weiß, dass wir Menschen Sünder sind und dass in der Gesellschaft nicht immer alles gut laufen wird. Lass mich dir ein anderes Beispiel geben. Gesetze zum Thema Knechtschaft. Und ich sage bewusst Knechtschaft und nicht Sklaverei, weil Sklaverei, dieses Wort, da denken wir an ein modernes Konzept. Etwas, was es natürlich an und für sich immer gab, aber es ist nicht etwas, was die Bibel meint. Wir denken bei Sklaverei irgendwie an Schwarze aus Afrika, die verkauft wurden, Menschenhandel. Ja? Aber hier ist das Ding, ist das, was die Bibel mit Knechtschaft meint, mit Knechten? Nein. Denn wie wird Menschenhandel in der Bibel bestraft? Mit dem Tod. Okay, darauf gibt es die Todesstrafe. Also das nur mal so als kleine Erklärung, warum es ein Riesenunterschied ist zwischen moderner Sklaverei, woran wir denken bei Sklaverei, und biblischer Knechtschaft. Biblische Knechtschaft, ein Beispiel dafür könnte sein, jemand ist in Israel so verarmt, eine Familie ist so verarmt, sie können sich nichts mehr leisten, sie können ihre Schulden nicht abbezahlen, es bleibt nichts anderes übrig, als dass sie ihre Kinder als Knechte verkaufen an eine andere Familie und auf bestimmte Zeit dienen dann ihre Kinder der Familie als Knechte und Mägde. Und sie sollen dort aber gut behandelt werden. Also hier ist das Ding. Gott gibt, ja, Gesetze zur Knechtschaft. Aber heißt es, dass es gut ist, dass jemand so verarmt, dass er seine Kinder verkaufen muss und so weiter? Ist es wirklich gut? Nein, natürlich nicht. Denn die Bibel lehrt auch sinngemäß, dass es eigentlich keinen Armen geben sollte. Denn eigentlich, hey, Gott würde euch versorgen und so weiter, aber aufgrund menschlicher Schwäche und Sünde wird es solche Situationen geben, wo jemand extrem verarmt und dann für diesen Fall, der halt eintritt aufgrund von Sünde, gibt Gott weitere Gesetze, um die Personen in diesem Fall zu schützen. Gott hat es erlaubt, oder Mose hat es erlaubt, das Gesetz Mose, das Gott natürlich gegeben hat dem Mose, Mose hat es erlaubt, sagt Jesus, wegen der Härtigkeit eures Herzens, eure Frauen zu entlassen mit einem Scheidebrief. Und lass mich dir das nochmal sagen. Dieser Scheidebrief existiert, um die Institution der Ehe zu schützen. Und ich komme gleich dazu, aber ich will, dass du dir das merkst. Denn bevor Jesus hier überhaupt auf den Scheidebrief eingeht, was hat er gesagt? Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Es gibt
keinen Grund, ihr Pharisäer, es gibt keinen Grund, du Pharisäer da draußen, dich von deiner Frau scheiden zu lassen. Wenn es also einen Scheidebrief gibt und die Bibel gleichzeitig sagt in Maleachi, dass der Herr die Ehescheidung hasst, dann muss dieser Scheidebrief einen positiven Effekt auf die Ehe haben. Schau, dieser Vers, dass der Herr die Ehescheidung hasst, im Propheten Maleachi, den ich hier vorgelesen habe, das war, sagen wir, ca. 400 Jahre oder so vor dem Neuen Testament. Ich kenne nicht die genaue Jahreszahl, ich will mich nicht verplappern. Ungefähr vielleicht 400 Jahre oder so. Also sehr spät im Alten Testament. Und es war somit schon sehr, sehr lange, nachdem Mose im Gesetz den Scheidebrief gegeben hat. Sehr, sehr lange, nachdem Gott den Scheidebrief erlaubt hat, sagt Gott immer noch, ich hasse die Ehescheidung. Wenn also Gott in seinem Gesetz, das Mose gegeben hat, erlaubt hat, einen Scheidebrief zu schreiben, dann muss das eine positive Auswirkung auf die Ehe haben. Dann muss das eigentlich zum Schutz der Ehe dienen. Denn auch nach diesem Gesetz hat Gott seine Meinung nicht geändert. Ich hasse die Ehescheidung. Ich hasse es! Jesus selbst sagt, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Matthäus 19, Vers 3. Spring nochmal zurück zu Vers 3. Da heißt es, da traten die Pharisäer zu ihm, versuchten ihn und fragten ihn, ist es einem Mann erlaubt, aus irgendeinem Grund seine Frau zu entlassen? Also erstmal brauchen wir ein klares Verständnis, dass es keinen Grund für Scheidung gibt. Okay. Keinen Grund für Scheidung. Nicht einfach, ich kann mir einen x-beliebigen Grund aussuchen, aber nicht mal ein x-beliebiger Grund, sondern es gibt keinen Grund für Scheidung. Und was es dann mit dem Scheidebrief auf sich hat, das erkläre ich dir. Aber wir müssen erstmal feststellen, dass dieser Scheidebrief natürlich zum Schutz der Ehe dienen muss. Ansonsten würde Gott sich widersprechen. Gleichzeitig Scheidung, Ehescheidung zu erlauben und dann zu sagen, ich hasse die Ehescheidung. Das wäre ein Widerspruch, das funktioniert nicht, okay? Das ist mein erster Punkt. Scheidung ist grundsätzlich Sünde. Scheidung ist grundsätzlich Sünde. Ich denke, das ist eindeutig. Das ist nicht schwer zu verstehen. Dass Scheidung Sünde ist, Gott hasst Ehescheidung und. Wir haben uns das angeschaut. Bevor wir auf den Ehebrief, auf den Scheidebrief weiter eingehen, bevor ich dir das erkläre, was damit auf sich hat, lass mich dir das sagen. Der Fakt, dass der Scheidebrief existiert, beweist, dass die Ehe eine staatliche Angelegenheit ist. Beziehungsweise, dass die Ehe eine Angelegenheit ist, eine Institution, in die sich der Staat einmischen muss. Es gibt diese Heuchler, diese Pharisäer heutzutage. Diese dreckigen Unzüchtigen, das ist, was sie sind. Die nämlich sagen, oh, wir machen einfach eine Ehe vor Gott. Mit anderen Worten, wir lassen den Staat raus. Wir heiraten nicht standesamtlich, sondern wir machen die Ehe vor Gott, nennen sie das. Also wir schlafen einfach miteinander und an dem Punkt sind es Unzüchtige. Ja. Diese Heuchler, diese Pharisäer, die das so heilig argumentieren wollen, die halt sagen, in die Ehe sollte sich der Staat niemals einmischen. Sie begehen eine große Sünde dadurch. Und zwar die Sünde der Unzucht. Aber okay, lass mich jetzt erklären. Allein der Fakt, dass der Scheidebrief existiert, beweist, dass die Ehe eine Angelegenheit ist, in die sich der Staat einmischen muss. Nehmen wir jetzt einfach mal an, dass es so ist, wie das die Unzüchtigen behaupten. Dass sich der Staat nicht einmischen sollte in die Ehe. Nehmen wir das einfach mal an, der Staat sollte sich nicht einmischen in die Ehe. Okay, folgendes Szenario. Ich gebe dir ein Beispiel. Ein Paar würde sich dann als verheiratet bezeichnen. So, wir haben vor Gott geheiratet, ja. Und 10 Jahre später, nachdem sie vor Gott geheiratet haben, schreibt der Mann einen Scheidebrief. Dann beklagt sich die Frau, dass es doch nicht rechtens sei. 10 Jahre später, wir waren schon 10 Jahre vor dem Herrn verheiratet. Wir haben doch vor Gott geheiratet vor 10 Jahren. Und jetzt schreibt er mir einen Scheidebrief. Das kann doch nicht rechtens sein. Das ist doch eher wie Scheidung, die Gott hasst. Aber schau, das wird niemandem was jucken. Der Staat wird sich da nicht einmischen. Der Staat wird sich da nicht einmischen. Der Staat kann nichts machen, weil es nämlich keine Aufzeichnungen gibt über diese sogenannte Ehe. Schau, wenn es keine Aufzeichnungen gibt über eine Ehe, wenn sich der Staat nicht einmischt, dann könnte so etwas wie ein Scheidebrief gar nicht kontrolliert werden.
ob das denn überhaupt rechtens abläuft, ob dieser Scheidebrief überhaupt rechtens ist. Es müsste Dokumentation geben, okay, die sind verheiratet, wann haben die geheiratet? Das wird sehr wichtig, wie du dann später siehst in meiner Predigt. Wann haben die geheiratet? Ist das überhaupt rechtens, was ihr da macht, ihr einen Scheidebrief zu schreiben? Aber das geht nicht, ohne Aufzeichnung. Also der Fakt, dass der Scheidebrief existiert, beweist, dass die Ehe eine Institution ist, in die sich der Staat einmischen muss. Eine staatlich geregelte Institution muss das sein. Ich meine, in diesem Beispiel, das ich hier gegeben habe, das Paar ist da sowieso nicht verheiratet. Das ist sowieso nicht keine Heirat. Ja, das ist keine Ehe. Denn die Bibel lehrt, dass sich natürlich der Staat einmischt. Was ist einer der Beweise? Dass es Scheidebriefe gibt. Okay. Und der Staat sollte in diesem Fall natürlich auch gar keine Handhabe haben, wenn die zwei nicht wirklich standesamtlich geheiratet haben. Der Staat sollte dann sowieso keine Handhabe haben, weil es eben keine Aufzeichnungen gibt. Ich meine, der Staat kann sich nur rechtmäßig einmischen in eine Ehe oder beim Thema Ehebruch, ja, wenn es Aufzeichnungen gibt. Weiterer Beweis. Der Fakt, dass zwischen Unzucht und Ehebruch in der Bibel unterschieden wird, dass es ein drastisch unterschiedliches Strafmaß gibt für die Sünde der Unzucht und für die Sünde des Ehebruchs, dieser Fakt beweist, dass der Staat sich einmischen muss. Schau, ansonsten könnte man sagen, hier meine Frau, in Anführungszeichen, mit anderen Worten Freundin, mit der ich schlafe, die ist mir untreu geworden. Die schläft jetzt mit einem anderen. Das ist Ehebruch. Sie muss getötet werden. Aber schau, das ist eigentlich das, was die Bibel als Unzucht bezeichnet. Du schmutziger, kleiner Unzüchtiger, du hast gar kein Recht auf deine Freundin. Du hast kein Recht, dass sie bei dir bleibt. Was soll der Quatsch? Aber schau, wenn sich der Staat tatsächlich nicht einmischen sollte in die Ehe, dann gäbe es keinen Unterschied zwischen Unzucht und Ehebruch. Dann könnte man einfach jemanden beschuldigen, der oder die hat Ehebruch begangen. Aber diese Beschuldigung könnte nur geprüft werden, wenn es Aufzeichnungen über die Ehe gibt, wenn es dokumentiert ist. Es ist also eine staatlich geregelte Institution. Ansonsten könnte der Staat nicht über das korrekte Strafmaß entscheiden. Schau, bei Unzucht, was ist das Strafmaß? Der Mann, der die Frau verführt hat, der muss Geld dem Vater zahlen. Und muss bereit sein, sich die Frau zur Ehe zu nehmen, zur Ehefrau zu nehmen. Außer der Vater hat was dagegen oder die Frau will nicht, nee, das ist ein Drecksack, eigentlich, nee. Daraus wird nichts. Aber er muss dazu bereit sein. Okay. Was ist das Strafmaß bei Ehebruch? Todesstrafe, okay. Da sollte man lieber sicherstellen, dass auch wirklich klar ist, dass die beiden verheiratet waren. Denn natürlich, die Ehe ist dann gebrochen, aber da muss sichergestellt werden, ist das dokumentiert? Sind die wirklich verheiratet? Ansonsten wäre es kein Ehebruch. 1. Korinther 7. Verzeihung, Matthäus 19, Vers 7. Matthäus 19, Vers 7, schau dir den nächsten Vers an. Da sprachen sie zu ihm, warum hat denn Mose befohlen, ihr einen Scheidebrief zu geben? Nur noch mal kurze Wiederholung, und sie so zu entlassen. Jetzt in Vers 8, er sprach zu ihnen, Mose hat euch wegen der Herzlichkeit eures Herzens erlaubt, eure Frauen zu entlassen, von Anfang an, aber es ist nicht so gewesen, es ist eine Änderung, die stattgefunden hat. Ich sage euch aber, wer seine Frau entlässt, es sei denn wegen Unzucht und eine andere heiratet, der bricht die Ehe, und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Also wir haben schon festgestellt, dass Scheidung grundsätzlich falsch ist. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Wir haben schon festgestellt, dass der Scheidebrief zum Schutz der Ehe dienen muss. Okay. Und darauf werde ich noch weiter eingehen. Was ist jetzt der Grund für einen Scheidebrief? Ist das einfach irgendein Grund, wie die Pharisäer das wollten? Was ist der biblische Grund für einen Scheidebrief? Der Grund für einen Scheidebrief ist Härte des menschlichen Herzens. Aber womit hängt diese Härte zusammen? Lies das im Kontext. Schau dir Vers 9 an. Matthäus 19, Vers 9. Ich sage euch aber, wer seine Frau entlässt, es sei denn wegen Unzucht und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Also, wie kommt es zu der Herzenshärte des Mannes? Was ist der Grund?
Das Herz eines Mannes, das kann hart werden. Nicht vergebungsbereit. Es kann hart werden, wenn er erfährt, dass seine Frau vorher Unzucht getrieben hat. Dass sie ja doch keine Jungfrau ist. Und deswegen könnte der Mann der Frau einen Scheidebrief schreiben, damit nämlich nicht später in der Ehe, wenn die beiden schon die Ehe vollzogen haben, das Thema Unzucht dann zum Streitpunkt wird. Ja, wenn dann der Mann auf einmal erfährt, ja, meine Frau ist keine Jungfrau gewesen, sie hatte Unzucht getrieben. Es könnte für ihn sein Herz hart machen, weil Männer das typischerweise nicht wollen. Sie wollen keine Frau heiraten, die nicht mehr Jungfrau ist. Er erfährt das, sein Herz wird hart und es könnte ultimativ zur Scheidung führen. Dass er seine Frau verschmäht, wie die Bibel dann sagt im Gesetz. Dass er sie verhasst sogar. Dass er sie nicht liebt. Und das will Gott vorbeugen. Gott weiß, dass Unzucht für viele Männer ein Dealbreaker sein kann. Wo der Mann sagt, nein, diese Frau will ich nicht heiraten. Mit dieser Frau will ich nicht die Ehe vollziehen. Und ich werde dir dann zeigen, wann dieser Scheidebrief überhaupt geschrieben werden kann. Denn schau, was haben wir schon festgestellt? Ich will das nochmal wiederholen, weil es wichtig ist. Was haben wir schon festgestellt? Dass es keinen Entscheidungsgrund gibt. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Gott hasst die Ehescheidung. Der Scheidebrief, der muss dementsprechend dazu dienen, die Ehe zu schützen, einer tatsächlichen Scheidung vorzubeugen. Dass der Mann, bevor die Ehe schon vollzogen ist, bevor die beiden geschlafen haben, also sie sind schon verheiratet, sie haben schon gesagt, ja, ich will, aber sie haben noch nicht miteinander geschlafen, dass der Mann immer noch die Chance hat zu sagen, wenn er herausfindet, oh, warte mal, du bist ja schwanger, du hast mir nichts erzählt, du bist keine Jungfrau mehr, du hast Unzucht getrieben, zum Beispiel, dass er noch die Chance hat zu sagen, ich will nicht. Diese Frau will ich nicht heiraten, ich schreibe ihr einen Scheidebrief. Denn weißt du, was es vorbeugen würde? Es würde Herzenshärte vorbeugen. Dass der Mann dann seine Frau, diese Frau nicht mehr liebt, dass er sich dann von ihr tatsächlich scheiden möchte. Später irgendwann, wenn sich das dann aufhäuft in seinem Herzen, er bitter wird darüber, nicht vergebungsbereit ist. Und das wäre dann eine furchtbare Sünde. Also hat Gott erlaubt, einen Scheidebrief zu schreiben, bevor die Ehe vollzogen ist, bevor die beiden schon miteinander geschlafen haben. Und ich werde dir das gleich belegen anhand der Bibel. Alles, was ich hier sage, kommt aus der Bibel. Der Mann hat eine Chance, diesen Scheidebrief zu schreiben, bevor die beiden geschlafen haben, um aus der Situation rauszukommen, damit er sich dann eben nicht wirklich von seiner Frau scheiden lässt, wenn die beiden schon die Ehe vollzogen haben. Weil Gott die Ehescheidung hasst. Was hier wirklich der Schlüssel ist, um Scheidung, Scheidebrief, Wiederheirat zu verstehen, um diese Verse hier zu verstehen, du musst verstehen, was Unzucht überhaupt ist. Okay. Also bevor wir weiter darauf eingehen, du schlägst 1. Korinther Kapitel 7 auf, 1. Korinther Kapitel 7. Bevor wir weiter darauf eingehen, lass mich dir die Frage stellen. Wenn Jesus sagt, ausgenommen wegen Unzucht, ja, also wer sich von seiner Frau scheidet, ausgenommen wegen Unzucht, das ist die eine Ausnahme. Lass mich dir die Frage stellen. Ist Unzucht eine Sünde, die innerhalb der Ehe begangen wird? Oder ist Unzucht nicht vielmehr eine Sünde, die außerhalb, vor der Ehe begangen wurde? Schau dir 1. Korinther Kapitel 7, Vers 1 an. Sehr wichtiger Punkt. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es ja gut für den Menschen, keine Frau zu berühren. Um aber Unzucht zu vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Also achte darauf, was hier steht in Vers 2. Um aber Unzucht zu vermeiden, was ist die Lösung, damit du keine Unzucht begehst, soll jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Also die Lösung, damit du keine Unzucht begehst, ist die Ehe. Das heißt, wenn du verheiratet bist, dann gibt es keine Unzucht mehr. Wenn du verheiratet bist, kannst du buchstäblich unmöglich Unzucht begehen. Es geht nicht. Sondern wenn du verheiratet bist und dann mit einer anderen Person schläfst, dann wäre es Ehebruch. Okay. Also Unzucht ist etwas, was du vermeidest, als zwei Personen, unverheiratete Personen, die miteinander schlafen, vor der Ehe, ist etwas vermeidest, indem du heiratest. Okay. Ich denke, das ist einfach zu verstehen. Also Unzucht ist nur außerhalb der Ehe möglich. Unzucht, ausgenommen wegen Unzucht, das ist etwas, was die Frau vor der Ehe schon begangen haben muss. Das ist eine voreheliche Sünde. Also,
Woran dachten die Pharisäer? Oh, meine Frau sündigt innerhalb der Ehe, ich schreibe ihr einen Scheidebrief, um sie zu entlassen. Das ist natürlich nicht das, was sie wortwörtlich sagen, aber das ist, was in ihrem Herzen ist. Weil sie Heuchler sind, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Sie wollen ihre Frauen aus einfach jedem x-beliebigen Grund erlassen. Aus einfach irgendeinem Grund. Scheidebrief, zack. Aber was ist wirklich der Grund, einen Scheidebrief zu schreiben? Wegen Unzucht. Das ist der Grund, einen Scheidebrief zu schreiben. Und das ist etwas, was vor der Ehe schon geschehen sein muss. Es ist keine Sünde innerhalb der Ehe. Denn um Unzucht zu vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Schauen wir uns ein Beispiel dafür im Neuen Testament an. Es gibt tatsächlich schon in den ersten paar Versen des Neuen Testaments, in Matthäus Kapitel 1, das du jetzt aufschlägst, ein Beispiel dafür, dass ein Mann, ein gerechter Mann, seine Frau entlassen wollte. Matthäus 1, Vers 18, die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise. Als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, da erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. Während aber dies im Sinn hatte, siehe, der erschien ihnen am Engel des Herrn im Traum, der sprach, Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären, den sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden und so weiter. Mir geht es hier jetzt nicht um die Geburt Christi, sondern um den Fakt, dass Josef im Sinn hatte, seine Frau Maria zu entlassen. Also Josef gedachte, sie heimlich zu entlassen. Aber weißt du, was da auch steht? Du bist Matthäus Kapitel 1, Abvers 18. Josef, ihr Mann, der gerecht war. Also im gleichen Atemzug, wo die Bibel uns auch sagt, dass Josef seine Frau Maria entlassen wollte, übrigens, das war, bevor sie zusammengekommen waren, noch ehe sie zusammengekommen waren, das heißt, sie waren schon verlobt, sie hatten wahrscheinlich schon das Ja-Wort sich gegeben, aber es war einfach kurz bevor sie zusammengekommen waren, kurz bevor sie miteinander geschlafen haben, bevor sie die Ehe vollzogen haben, war Josef ein gerechter Mann, er war im Recht damit, zu sagen, ich entlasse meine Frau Maria. Und er hat sie nicht einfach gehasst oder so, sondern er wollte sie nicht der öffentlichen Schande preisgeben. Er wollte es heimlich machen. Aber Josef war eben einer, für den Unzucht, was er sich nämlich dachte, denn er wusste das zu dem Zeitpunkt nicht, dass Maria vom Heiligen Geist schwanger war. Schau, was dachte sich Josef, als die beiden dann zusammenkommen wollten wahrscheinlich? Die Bibel sagt uns das nicht zu 100%, sie gibt nicht den exakten Zeitablauf natürlich, aber das ist etwas, was Josef festgestellt hat, noch ehe sie zusammengekommen waren, da erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Josef wusste das nicht. Josef dachte sich wahrscheinlich, warte mal, du bist schwanger? Du hast Unzucht getrieben, Maria. Und sorry, das ist etwas, womit ich nicht klarkomme. Das hast du mir nicht verraten, dachte sich Josef wahrscheinlich. Das hast du mir nicht verraten und er wollte sie entlassen. Wie entlassen? Rate mal womit, mit einem Scheidebrief. Das ist eine Situation im Neuen Testament dafür, ein Beispiel im Neuen Testament dafür. Er gedachte, sie heimlich zu entlassen, wie auch die Pharisäer gefragt haben. Und damit liegen sie nicht unbedingt falsch. Ja? Warum hat denn Mose befohlen, ihr einen Scheidebrief zu geben, sie so zu entlassen? Natürlich hat Mose nicht befohlen, dass man das machen, dass es unbedingt gut ist, dass es unbedingt die beste Entscheidung ist. Aber es gibt natürlich... In der Bibel gibt es die Erlaubnis für einen Mann, diesen Scheidebrief zu schreiben. Josef hatte zwei Optionen. Er hätte sagen können, ich komme damit nicht klar, dass meine Frau, wie er dachte, Unzucht getrieben hat. Ich komme damit nicht klar. Das wird für mich etwas Schwieriges in der Ehe sein. Deswegen schreibe ich jetzt, bevor wir zusammengekommen sind, bevor wir geschlafen haben, den Scheidebrief und entlasse sie. Und dann kann sie einen anderen heiraten und ich heirate eine andere. Zweite Option wäre gewesen, zu sagen, ich liebe Maria trotzdem, ich vergebe ihr das, auch wenn sie es mir nicht gesagt hat. Sie hätte das vorher schon erwähnen können, aber ich vergebe ihr, ich liebe sie trotzdem und wir vollziehen die Ehe. Das sind die zwei Optionen, die er hatte. Josef war gerecht, seine Frau entlassen zu wollen. Aber natürlich, während er aber noch diesen Sinn hatte, siehe, da erschien ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, ist vom Heiligen Geist. Wo also Gott durch den Engel zu ihm sagt, hey, das ist vom Heiligen Geist, sie ist eine Jungfrau. Keine Angst, Josef, sie hat nicht Unzucht getrieben, nimm sie zu dir, es ist alles gut.
und natürlich haben sie dann nicht die Ehe vollzogen, sondern damit es erfüllt würde, dass Jesus von der Jungfrau Maria geboren wurde, sagt die Bibel, dass er seine Frau nicht zu sich nahm, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hat, und er gab ihm dann Jesus. Also wahrscheinlich wollte Josef einen Scheidebrief schreiben. Er hatte es im Sinn, seine Frau zu entlassen. Wie hat man das gemacht im Alten Testament? Mit diesem Scheidebrief, der im Neuen Testament bestätigt wird. Okay, das ist keine alttestamentliche Sache, die aufgehoben ist, sondern Jesus bestätigt den Scheidebrief, aber er erklärt den Scheidebrief, den die Pharisäer missbrauchen wollten. Jesus erklärt, dass der einzige Grund Unzucht ist, das ist eine voreheliche Sünde, keine Sünde innerhalb der Ehe. Das ist mit der wichtigste Punkt überhaupt, das ist der Schlüssel, um das zu verstehen, um das nicht zu verdrehen und selbst ein Pharisäer zu sein, der sich dann denkt, dann kann ich meine Frau einfach so entlassen, wenn sie was falsch macht. Nicht wahr? Er wollte wahrscheinlich einen Scheidebrief schreiben, aber wann hatte er das im Sinn? Noch ehe sie zusammengekommen waren, bevor sie tatsächlich zu 100% verheiratet waren. 5. Mose. Schlage jetzt das Gesetz auf. 5. Mose 24. Wir wollen uns anschauen, was die Bibel im Alten Testament im Gesetz sagt. Das ist das, was Jesus auslegt im Neuen Testament. Jesus verändert nicht das Gesetz. Es entspricht alles dem Alten Testament. Okay, aber wir verstehen natürlich das Alte Testament im Licht des Neuen Testaments, wie wir gleich sehen werden. Schlage 5. Mose Kapitel 24 auf. Wir schauen uns Vers 1 an. Da heißt es, wenn jemand eine Frau nimmt und sie heiratet und sie findet nicht Gnade vor seinen Augen, weil er etwas Schändliches an ihr gefunden hat und er ihr einen Scheidebrief schreibt und ihn ihr die Hand gibt und sie aus seinem Haus entlässt. Also, Jesus hat gesagt, ausgenommen wegen Unzucht, ja. Wenn du deine Frau entlässt wegen Unzucht, wenn du sie mit einem Scheidebrief entlässt wegen Unzucht und eine andere heiratest, dann ist es kein Ehebruch. Du hast das Recht dazu. Wir haben das Beispiel gesehen im Neuen Testament, wann das geschieht, bevor die Ehe vollzogen wird, bevor die beiden miteinander geschlafen haben. Ja. Denn hier ist das Ding, wenn man schon miteinander geschlafen hat, dann kann man schlecht sagen, oh, du hast mir nicht gesagt, dass du keine Jungfrau warst. So, wie willst du das feststellen? Denn wenn man geschlafen hat miteinander, dann ist man keine Jungfrau mehr. Also das macht natürlich nur Sinn, so etwas, bevor man miteinander geschlafen hat, bevor die Ehe vollzogen wird. Okay. Also ausgenommen wegen Unzucht, das ist der einzige Grund, einen Scheidebrief zu schreiben. Und das ist der einzige Weg, zu sagen, ich entlasse diese Frau, bevor man miteinander geschlafen hat, und eine andere zu heiraten. Das ist der einzige Weg, Scheidebrief wegen Unzucht. Der Mann hier in 5. Mose 24, Vers 1, er nimmt eine Frau, er heiratet sie. Ja, sie sind schon verheiratet, in dem Sinne, sie haben sich schon das Ja-Wort gegeben, ja, ich will und so weiter. Es ist schon staatlich dokumentiert, auf welche Weise auch immer. Es ist natürlich unterschiedlich von Land zu Land. Aber, wie gesagt, nochmals, bevor sie miteinander geschlafen haben, wir finden das eindeutige Beispiel im Neuen Testament dafür. Und der Mann findet jetzt etwas Schändliches an ihr. Nun, Jesus hat gesagt, ausgenommen wegen Unzucht. Unzucht ist Schande. Was ist das Schändliche hier? Die Bibel macht es nicht eindeutig im Alten Testament, aber wir verstehen das Alte Testament durch das Neue Testament. Was ist das Schändliche hier? Was ist die Verunreinigung der Frau, die der Mann an ihr findet? Dass sie Unzucht getrieben hat. Dass sie nicht mehr Jungfrau ist. Ja, vielleicht hat sie sogar gesagt, ich bin Jungfrau. Er hat sich darauf verlassen. Aber dann, vielleicht konnte sie das verdecken, dann stellt er fest auf einmal, bevor sie miteinander geschlafen haben, warte mal, bist du schwanger? Zum Beispiel? Ist vielleicht nicht das perfekte Beispiel? Also sie ist verunreinigt, Unzucht ist unrein, es ist unsauber, es ist eklig. Ja? Der Mann findet das heraus und die Frau findet nicht Gnade vor seinen Augen. Das ist nicht der Mann, der sagen kann, weißt du was, ich liebe dich trotzdem, ich vergebe dir, sondern das ist der Mann, für den es ein Dealbreaker ist. Und dieser Mann liegt nicht falsch. Er hat das Recht, genauso wie Josef gerecht war. Er war ein gerechter Mann, sagt die Bibel, im selben Atemzug, wo die Bibel uns sagt, dass er es im Sinne hatte, seine Frau zu entlassen. Weil er dachte, dass sie Unzucht getrieben hätte. Ja, sie ist verunreinigt, die Frau hat schon mit einem Mann geschlafen, hat es nicht ihrem Ehemann gesagt.
Sie findet keine Gnade vor seinen Augen, weil er etwas Schändliches an ihr gefunden hat und er ihr einen Scheidebrief schreibt, 5. Mose 24, Vers 1, und ihn ihr in die Hand gibt und sie aus seinem Haus entlässt. Es findet hier eindeutig dieses Ereignis am Tag der Hochzeit statt. Okay, wenn jemand eine Frau nimmt und sie heiratet, ja, also der nimmt die Frau, er heiratet sie, ist am Tag der Hochzeit, ich denke, das ist relativ eindeutig. Vielleicht nicht so eindeutig hier an dieser Stelle, aber wenn ihr das vergleicht mit dem Neuen Testament, mit dem Beispiel von Josef und Maria. Es findet am Tag der Hochzeit statt, bevor sie miteinander schlafen, bevor sie die Ehe vollziehen. Aber sie haben schon alles andere vielleicht getan. Sie haben schon geheiratet. Es wurde schon bezeugt, ja, die beiden hier, die haben hier die Eheurkunde. Und ich habe in den USA geheiratet. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland genau abläuft. Sorry. Und die beiden haben sich das Ja-Wort gegeben. Aber dann findet der Mann das heraus. Etwas Schändliches an ihr. Ausgenommen wegen Unzucht, sagt Jesus. Dann heißt es weiter in Vers 2, und sie verlässt dann sein Haus und geht hin und wird die Ehefrau eines anderen Mannes. Also nach dem Scheidebrief gibt es für die Frau, für die entlassene Frau, immer noch die Möglichkeit, einen anderen Mann zu heiraten. Nach dem Scheidebrief gibt es für die Frau noch eine Möglichkeit, einen anderen Mann zu heiraten. Ja. Denn wie wird Ehebruch bestraft mit dem Tod? Ist es hier ein Fall von Ehebruch? Nein, sondern sie kann aus seinem Haus gehen, sie wird entlassen und heiratet einen anderen Mann. Warum? Weil die beiden die Ehe noch nicht vollzogen haben. Schau, hätten die beiden die Ehe in diesem Text hier schon vollzogen, dann wäre es Ehebruch, wenn diese Frau gehen würde und mit einem anderen schlafen würde. Es wäre Ehebruch. Ist aber nicht der Fall, weil die beiden die Ehe noch nicht vollzogen haben. Es ist ein Sonderfall. Es ist ein Scheidebrief, bevor die Ehe vollzogen ist. Daher ist es nämlich keine Ehescheidung in dem Sinne, in dem wir das verstehen. Also es gibt immer noch die Möglichkeit für die Frau, einen anderen Mann zu heiraten, wenn sie entlassen wurde mit diesem Scheidebrief. Und natürlich sollte sie dann bei dem zweiten Mann schlau sein und ihm sagen, hey, schau, bevor die beiden heiraten, wenn es ernster wird beim Daten, sollte sie natürlich sagen, hey, schau, ich habe diese Sünde in meinem Leben. Ich habe schon mal mit jemandem geschlafen. Ich habe Unzucht getrieben. Und sie muss es einfach ehrlich sagen, weil nichts wäre schlimmer, als dass dann irgendwie der Mann das nicht herausfindet, die Frau sagt es nicht und der Mann bekommt dann ein hartes Herz und will sich scheiden lassen. Deswegen findet erst der Mann heraus, dann hat er die Chance, diesen Scheidebrief zu schreiben, bevor die Ehe vollzogen ist, um eben dann die Ehe, die vollzogene Ehe, die eigentliche Ehe zu schützen. Weil Gott Ehescheidung hasst. Ich hoffe, ich mache das wirklich eindeutig und verständlich für dich, worum es hier geht. Also, die Frau, wie gesagt, hat immer noch die Möglichkeit, einen anderen Mann zu heiraten. Das heißt, dass die beiden noch nicht die Ehe vollzogen haben. Denn wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Ja. Der Scheidebrief ist also keine Scheidung von Eheleuten, die die Ehe schon vollzogen haben. Ansonsten würde Gott es nicht erlauben, weil Gott die Ehescheidung hasst. Ich meine, du kannst nicht beides haben. Okay, entweder Gott hasst die Ehescheidung, das heißt, es gibt keinen Grund für Scheidung, Gott will das so oder so nicht, ja, oder es gibt einen Grund. Okay, aber der Scheidebrief ist keine Scheidung von Eheleuten, die die Ehe schon vollzogen haben. Okay, denn ansonsten könnte die Frau nicht hingehen und eine Frau eines anderen Mannes werden. Das wäre dann eigentlich Ehebruch. Der Scheidebrief findet statt, bevor die Ehe vollzogen ist. Dann heißt es weiter, aber der andere Mann verschmäht sie und schreibt ihr auch einen Scheidebrief. Also sie ist nicht schlau geworden, die Frau. Sie hat es nicht gesagt, dass sie nicht mehr Jungfrau ist. Dumme Situation. Aber der andere Mann verschmäht sie. Ja, also er liebt sie nicht. Auch für ihn ist es ein Dealbreaker. Und schreibt ihr auch einen Scheidebrief und gibt ihn ihr in die Hand und entlässt sie aus seinem Haus. Oder wenn der andere Mann stirbt, der sie sich zur Frau genommen hatte, so kann ihr erster Mann, der sie entlassen hat, sie nicht nochmal zur Frau nehmen, nachdem sie verunreinigt worden ist. Denn das wäre ein Gräuel vor dem Herrn und du sollst das Land nicht mit Sünde beflecken, das dir der Herr, dein Gott, zum Erbe gibt. Also dieser besondere Fall muss am Tag der Eheschließung stattfinden. Ausgenommen wegen Unzucht, sagt Jesus, das ist eine voreheliche Sünde. Es ist nicht etwas, was in der Ehe geschieht. Gott hasst die Scheidung, Gott will keine Scheidung. Der Scheidebrief
seine Frau mit einem Scheidebrief zu entlassen. Das ist etwas, was geschehen muss, bevor die Ehe vollzogen wird, bevor die beiden miteinander schlafen. Wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Okay, das ist ein hartes Wort. Wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Gott erkennt die erste Ehe immer noch als gültig an. Also wenn sich jemand scheiden lässt, dann ist die Ehe in Gottes Augen immer noch gültig. Warum? Weil es keine Scheidung gibt laut der Bibel. Okay, laut der Bibel sollte es keine Scheidung geben. Das, was heutzutage möglich ist, sich scheiden zu lassen, sollte illegal sein. Die erste Ehe wird von Gott immer noch als gültig anerkannt. Deswegen ist es dann Ehebruch, wenn eine Geschiedene mit einem anderen Mann schläft. Doch sie ist ja geschieden, die Ehe gilt nicht mehr. Deswegen ist es kein Ehebruch, doch es ist Ehebruch, weil Gott die Ehe halt immer noch als gültig ansieht. Natürlich, wenn die Frau dann Ehebruch begeht, indem sie mit einem anderen Mann schläft, na, dann existiert natürlich die erste Ehe nicht mehr. Sondern dann muss sie ihrem jetzigen Mann treu sein. Das will ich auch betonen. Eine geschlossene Ehe kann nicht aufgehoben werden, außer durch den Tod. 5. Mose 22, Vers 19. Ich will dir einfach nur ein paar Verse dazu vorlesen. Du schlägst schon mal 5. Mose, auch Kapitel 22 auf. Genau, 5. Mose Kapitel 22 schlägst du auf. Ich lese dir ein paar Verse vor aus dem Kapitel schon mal. Da heißt in Vers 19, und sie sollen ihm eine Strafe von 100 Schekel Silber auferlegen und diese dem Vater der jungen Frau geben, weil jener eine Jungfrau in Israel verleumdet hat. Ist ein etwas anderer Fall, nicht exakt derselbe Fall, aber vergleichbar mit dem Scheidebrief. Aber wie gesagt, nicht exakt derselbe Fall. Mir geht es einfach nur um diesen Satz jetzt hier. Weil jener eine Jungfrau in Israel verleumdet hat und er soll sie als Frau behalten, er kann sie sein Leben lang nicht verstoßen. Also gibt es einfach Scheidung aus irgendeinem Grund? Nein, es gibt keinen Grund für Scheidung. Er kann sie sein Leben lang nicht verstoßen. Ehe ist bis zum Tod. Er kann sie sein Leben lang nicht verstoßen. Ich meine, sind das eindeutige Verse oder was? Vers 28, da heißt es, wenn jemand ein Mädchen eine Jungfrau antrifft, die noch nicht verlobt ist und sie ergreift und bei ihr liegt und sie ertappt werden, so soll der Mann, der bei dem Mädchen gelegen hat, dem Vater des Mädchens 50 Schekel Silber geben und er soll sie zur Frau haben, weil er sie geschwächt hat. Nochmals, er kann sie nicht verstoßen, sein Leben lang. Das heißt, in Vers 19, was ich vorgelesen habe, der Mann, der wollte da rauskommen, ja, der hat behauptet, sie hätte Unzucht getrieben, meine Frau, aber stellt sich heraus, es war Verleumdung. Nun, er kann sie nicht verstoßen sein Leben lang. Es ist nicht so, dass es dann nochmal irgendwie eine Chance gibt für einen Scheidebrief. Der Scheidebrief, das war ungültig. Ja, und in 5. Mose 22 ist nicht vom Scheidebrief die Rede, aber es ist eine ähnliche Situation. Es ist ungültig, was er gesagt hat. Er hat sie verleumdet. Sie hat tatsächlich nicht Unzucht getrieben, die Frau. Gibt es dann später nochmal irgendwie einen Grund für einen Scheidebrief, wenn sie schon die Ehe vollzogen haben? Nein, er soll sie als Frau behalten. Er kann sie sein Leben lang nicht verstoßen. Also nochmals, wann kann ein Mann den Scheidebrief schreiben? Verzeihung. Wenn sie schon geheiratet haben, ja. Aber bevor sie die Ehe vollzogen haben, bevor sie miteinander geschlafen haben, meine ich damit. So wichtig, das korrekt zu verstehen. Also der Scheidebrief dient als Schutz, damit der Mann nicht die Ehe vollzieht und dann seine Frau verstößt. Der Scheidebrief dient als Schutz, damit der Mann nicht die Ehe vollzieht und dann sich von seiner Frau scheidet, seine Frau verstößt. Er kann sie nicht verstoßen sein Leben lang. Also sollte er ein Problem damit haben, dass seine Frau nicht Jungfrau ist, er hat es vorher nicht gewusst, und dann auf den letzten Drücker erfährt er es. Oh, warte mal, bist du schwanger? Dann wird ihm die Chance gegeben, sie zu entlassen, sie rechtmäßig zu entlassen. Damit sie nicht sich tatsächlich dann scheiden lassen, als zu 100% verheiratete Eheleute, weil Gott das hasst. Der Scheidebrief dient als Schutz. Der Mann, der die Ehe vollzieht, der kann seine Frau nicht verstoßen. Die Frau kann ihren Mann nicht verstoßen. Also wenn der Mann ein Problem hat, dann muss er das früh genug meinetwegen auf den letzten Drücker auch erkennen und den Scheidebrief schreiben. Denn ansonsten, wenn
der Mann seine Frau scheidet, sein Herz wird hart, es wird zu einem großen Problem in der Ehe, weil er erfährt oder es erfahren hatte, aber dass seine Frau nicht mehr Jungfrau ist, dass sie Ehebruch begangen hat. Er hat es schon erfahren, aber hat nicht den Scheidebrief geschrieben. Ja, aber er war sich nicht sicher darüber, ich kann das vergeben. Ich gebe jetzt leider nicht das perfekte Beispiel. Ich versuche, die richtigen Worte zu finden. Aber er will dann seine Frau verstoßen, weil er ein hartes Herz hat. Er kann ihn nicht vergeben. Schau, dazu gibt es den Scheidebrief, dass man das auch noch auf den letzten Drücker machen kann. Wodurch nämlich auch die Frau geschützt ist, dass sie dann nochmal einen anderen Mann heiraten kann. Denn würde der Mann die Frau verstoßen, nachdem sie die Ehe vollzogen haben, könnte die Frau nämlich auch nicht mehr heiraten, solange der Mann lebt. Also es dient auch zum Schutz der Frau, dass die Frau nochmal eine Chance bekommt. Dann sollte sie beim nächsten Mal schlau sein aber und früh genug sagen, hey, ich bin nicht mehr Jungfrau. Damit es gar nicht irgendwie zu einer Situation kommt. Ich hoffe, ich habe das ausreichend klar gemacht. Es könnte die Frage aufkommen, warum spricht Jesus von entlassen und Frau, wenn es doch ein Fall ist, in dem die beiden noch gar nicht die Ehe wirklich vollzogen haben. Nun, was du ganz einfach offensichtlich anerkennen musst, ist, dass die Bibel verlobten Leuten, wir würden Leute, die Ehe noch nicht vollzogen haben, vielleicht eher als verlobt bezeichnen. Aber auch verlobten Leuten, die sich noch nicht das Ja-Wort gegeben haben, auch einer normalen Verlobung wird in der Bibel ein höherer Stellenwert beigemessen, als das heutzutage der Fall ist. Lass mich das weiter beweisen. 5. Mose 22, 23, schau dir das an, da heißt es, wenn ein Mädchen eine Jungfrau, achte darauf, eine Jungfrau mit einem Mann verlobt ist und ein anderer Mann trifft sie in der Stadt an und liegt bei ihr, also wir haben eine Jungfrau, die mit einem Mann verlobt ist, okay? Ein anderer Mann trifft sie an in der Stadt und liegt bei ihr, so sollt ihr sie beide zum Tor jener Stadt hinausführen und sollt sie beide steinigen. Sie beide steinigen, dass sie sterben. Das Mädchen deshalb, weil sie in der Stadt nicht geschrien hat, also es war keine Vergewaltigung, sondern es war einvernehmlich offensichtlich. Den Mann deshalb, weil er, jetzt kommt's, die Frau seines Nächsten geschwächt hat. So sollst du das Böse aus deiner Mitte ausrotten. Also achte darauf. Die Jungfrau, die mit einem Mann verlobt ist, die wird schon wie als die Frau des Nächsten gesehen. So einen hohen Stellenwert misst die Bibel einer Verlobung bei, dass eine verlobte Frau, die einvernehmlich mit einem anderen Mann schläft, dass sie beide, nicht nur die Frau, sondern der Mann, oder nicht nur der Mann, sondern auch die Frau, dass sie beide die Todesstrafe bekommen. Weil sie schon die Frau als die Frau des Nächsten gesehen wird. Obwohl sie sozusagen nur verlobt ist. Aber hier siehst du, warum die Bibel von einer Scheidebrief spricht, obwohl es um eine Situation geht, wo die beiden die Ehe noch nicht vollzogen haben. Warum die Bibel von Frau spricht, von entlassen, warum die Bibel diese Wörter nutzt, wo wir doch von einer Situation sprechen, wo die beiden die Ehe noch nicht vollzogen haben. Warum? Weil die Bibel der Verlobung einen höheren Stellenwert beimisst, als das heutzutage der Fall ist in der Gesellschaft. Das will ich dir einfach nur aufzeigen zum besseren Verständnis, falls du dir diese Frage gestellt hast. Und hier ist das Ding, eine Verlobung kann natürlich aufgelöst werden. Ja. Es ist nicht so, dass eine Verlobung nicht aufgelöst werden kann. Sogar verheiratete Leute im Sinne von, sie haben sich das Ja-Wort gegeben, solange sie die Ehe noch nicht vollzogen haben, indem sie miteinander schlafen, auch dann lässt sie sich immer noch aufheben. Wie? Der einzige Grund, wegen Unzucht mit einem Scheidebrief. Der einzige Grund. Aber wenn man sich noch nicht das Ja-Wort gegeben hat, verlobt ist, dann gibt es immer noch natürlich die Möglichkeit, es aufzuheben. Und man sollte es aufheben, wenn es triftige Gründe gibt. Das Ding ist, bei einer reinen Verlobung, die beiden haben sich noch nicht das Ja-Wort gegeben, sie sind einfach nur verlobt, da gibt die Bibel keine konkreten Gründe für eine Aufhebung der Verlobung. Die Bibel sagt auch nicht, warum man eine Verlobung nicht aufheben sollte. Aber was ich sagen würde, einfach als Faustregel, die Bibel misst einer Verlobung einen hohen Stellenwert bei, wie ich dir eindeutig bewiesen habe, aus dem Wort Gottes. Das heißt, solltest du denken irgendwie, meine Tochter, die ist mit diesem Idioten verlobt, das will ich nicht. Überlege dir erstmal, habe ich, wo die Bibel doch so einen hohen Stellenwert der Verlobung beimisst, habe ich wirklich einen triftigen Grund, diese Verlobung aufzuheben?
gibt es wirklich einen richtig triftigen Grund? Es muss ein richtig guter Grund sein, wenn sie schon wie die Frau seines Nächsten angesehen wird. Es muss ein richtig guter Grund sein. Weißt du, was ein richtig guter Grund wäre? Wenn vorauszusehen ist, das wird in einer Scheidung enden. Wenn vorauszusehen ist, einer von beiden liebt die andere Person nicht wirklich. Das ist nicht wirklich Liebe bei dem oder bei der. Das ist nicht wirklich Liebe. Es wird wahrscheinlich zu einer Scheidung kommen. Die Chancen stehen ziemlich gut, dass es zu einer Scheidung kommt. Schau, das ist etwas, was unbedingt um jeden Preis verhindert werden muss. Und natürlich um jeden Preis. Ja, mach jetzt nicht irgendwas Verrücktes daraus. Weil erwachsene Leute, die sich verloben, ist letzten Endes deren Entscheidung. Aber ein Vater sollte bei einer Tochter immer noch, denke ich, ein Vetorecht haben. Und es muss aber ein triftiger, wirklich triftiger Grund sein, wenn die beiden schon verlobt sind, diese Verlobung aufzuheben. Also mein erster Punkt war, Scheidung ist grundsätzlich in jedem Fall Sünde. Mein zweiter Punkt war, der Scheidebrief dient dem Schutz der Ehe. Ich habe dir jetzt erklärt, anhand der Bibel, wir haben uns angeschaut, wie Jesus das Gesetz auslegt im Neuen Testament. Was ist das Schändliche, das der Mann an der Frau findet? Es geht um Unzucht. Wir haben es angeschaut. Es muss natürlich sein, bevor die beiden die Ehe vollzogen haben. Ansonsten könnte die Frau nämlich auch keinen anderen heiraten, wenn sie schon die Ehe vollzogen haben. Das wäre dann Ehebruch. Wir haben dafür ein eindeutiges Beispiel gesehen von einem gerechten Mann, sagt die Bibel, von Josef im Neuen Testament, wo das genauso ablief, bevor die beiden zusammengekommen waren. Und was lernen wir daraus? Der Scheidebrief ist nicht irgendwie so mein Ausweg jetzt, sondern der Scheidebrief dient dem Schutz der Ehe, dass es nicht zur Scheidung kommt. Matthäus 19, geh wieder zurück zu Matthäus Kapitel 19, wir schauen uns Vers 9 an. Ich komme langsam aber sicher zum Ende meiner Predigt. Matthäus Kapitel 19, Vers 9, da sagt die Bibel, ich sage euch aber, wer seine Frau entlässt, es sei denn wegen Unzucht und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Was ist der Titel meiner Predigt? Scheidung und Wiederheirat. Oder auch Scheidung, Scheidebrief und Wiederheirat. Ich bin natürlich viel auf den Scheidebrief eingegangen, das einfach so ein wichtiges, oft falsch verstandenes Thema ist, auf das ich einfach eingehen muss an der Stelle. Der Titel meiner Predigt ist Scheidung und Wiederheirat. Wiederheirat, nachdem du geschieden bist, ist Sünde, ist Ehebruch. Wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Scheidung und Wiederheirat ist Ehebruch. Du kannst dir nur eine andere Frau nehmen. Achte darauf. Du kannst dir nur eine andere Frau nehmen, wenn du deine erste Frau mit einem Scheidebrief entlassen hast. Wenn ihr beide noch nicht miteinander geschlafen habt. Wenn die Ehe noch nicht vollzogen war. Also tatsächliche Scheidung und Wiederheirat ist Ehebruch. Wer seine Frau entlässt, schau dir Vers 9 an, es sei denn wegen Unzucht und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Also es sei denn wegen Unzucht, es sei denn, es gibt diesen Scheidebrief. Würdest du dann eine andere heiraten? Es wäre kein Ehebruch. Aber wer seine Frau entlässt, es sei denn wegen Unzucht, und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Oh, aber ich bin noch Jungfrau. Ich begehe doch keine Sünde, wenn ich eine geschiedene Frau heirate. Doch auch du, der die Jungfrau bist, der du selbst nicht geschieden bist, wenn du eine Geschiedene heiratest, du brichst die Ehe. Das ist eine schwere Sünde. Ich meine, bitte achte auf Gottes Wort. Bitte achte auf die Warnungen, die wir finden in der Bibel und sei nicht dumm und vermassel nicht dein Leben. Diese Predigt wird dir helfen, als junger Mensch, der du vielleicht geschieden bist und nochmal eine Frau heiraten willst, diesen Fehler nicht zu tun. Was ist, wenn jemand sagt, Anselm, ich bin geschieden und ich will wieder heiraten? Darf ich das? Schau, der Grund, warum du diese Frage stellst, ist, weil du eigentlich weißt, dass du das nicht darfst. Das ist der Grund, warum du diese Frage stellst. Und wenn du schon mal das Neue Testament gelesen hast, das ist wirklich eine dumme Frage, die du nicht stellen solltest. Und du gibst mit dieser Frage schon zu, dass du weißt, dass es Ehebruch ist, dass du es nicht darfst, eine Frau zu heiraten, wenn du schon geschieden bist. Außer, ja, es gibt, Verzeihung, ich halte meinen Gedanken zurück. Du kannst nur dann wieder heiraten, wenn deine Frau die
dich geschieden hat, wenn sie stirbt. Ja. Denn als Ehepartner bist du gebunden an deine Frau oder an deinen Mann, bis die Person stirbt. Solange bist du gebunden. Okay. Bis die Person stirbt. Dann könntest du wieder heiraten. Matthäus 5, Vers 31, ich lese dir eine Parallelstelle vor. Eigentlich kannst du es aufschlagen, schlage das auf. Matthäus 5, Vers 31 ist eine Parallelstelle, wo Jesus eigentlich fast dasselbe sagt. Matthäus Kapitel 5, Vers 31, es ist auch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, der gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, Vers 32, Matthäus 5, Vers 32, wer sich von seiner Frau scheidet, wieder ausgenommen wegen Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Nun, das ist eine interessante Formulierung. Denn wir haben in Matthäus 19, Vers 9 gelesen, wer seine Frau entlässt, es sei denn wegen Unzucht und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Aber hier heißt es, wer sich von seiner Frau scheidet, ausgenommen wegen Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bricht. Also auch die Frau, die geschieden wird, die quasi unschuldig ist sozusagen, auch die Frau, die geschieden wird, von der sich ihr Mann scheidet, wenn diese Frau, von der die Scheidung nicht ausging, wieder heiratet, bricht sie die Ehe. Wer sich von seiner Frau scheidet, der macht, dass sie die Ehe bricht. Der macht, dass sie die Ehe bricht. Warum? Der Mann, der sich von ihr scheidet, er verführt seine geschiedene Frau, er verführt sie zu Ehebruch. Denn natürlich will seine Frau, von der er sich hat scheiden lassen, dieser Dummkopf, natürlich will sie wieder heiraten, natürlich will sie einen Mann, aber sie darf es nicht. Also der Mann verführt sie zu Ehebruch. Denn es kann sein, dass diese Frau, die an und für sich unschuldig war sozusagen, von der die Scheidung nicht ausging, auch wenn natürlich immer zwei dazugehören, aber mal davon abgesehen, von ihr ging die Scheidung nicht aus. Aber wenn sie, trotzdem sie unschuldig ist, nochmal heiratet, begeht sie Ehebruch. Und der Mann, der sich von ihr hat scheiden lassen, er verführt sie dazu. Dadurch, dass er überhaupt diese dumme Entscheidung trifft, sich scheiden zu lassen. Wenn ein Mann, der geschieden wurde von seiner Frau, eine Jungfrau heiratet, acht auf meine Worte, wenn ein Mann, der geschieden wurde von seiner Frau, eine Jungfrau heiratet, begeht nicht nur er Ehebruch, sondern auch sie begeht Ehebruch. Denn wer eine Geschiedene heiratet, oder ändern wir das Geschlecht, wer einen Geschiedenen heiratet, der bricht die Ehe oder die bricht die Ehe. Also du denkst dir vielleicht, ja, aber ach, da gibt es diese Person, ich finde die ganz toll und ich liebe die, bla bla bla. Und ich meine, ich bin ja Jungfrau, ich begehe keine Sünde. Ja, die Person ist halt geschieden, aber wir lieben uns ganz toll, wir wollen heiraten. Ich begehe ja keine Sünde. Du begehst die Ehebruch! Wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Das ist kein Witz, mein Freund. Natürlich sind das Verse, an denen sich viele Leute stoßen. Leute, die unbedingt Scheidung und Wiederheirat machen wollen. Sie wollen diese Verse nicht wahrhaben, natürlich. Und ich frage mich, wie man diese Verse einfach so verdrehen kann. Das ist unglaublich. Du musst so ein gottloser Mensch sein, diese Verse zu verdrehen. Wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Scheidung und Wiederheirat, das ist der Titel meiner Predigt. Wiederheirat, nachdem du geschieden bist, ist Sünde, ist Ehebruch. Wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Wer sich von seiner Frau scheidet, ausgenommen wegen Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Ich meine, ist das schwer zu verstehen? Oder ist es nicht vielmehr super eindeutig, super leicht? Schau, das ist der leichte Teil der Predigt. Der schwierigere Teil war das mit dem Scheidebrief. Was dir jetzt hoffentlich wirklich, meine Predigten sind nicht perfekt. Ich verspreche mich manchmal und so, ich weiß. Aber ich hoffe, du hast es jetzt wirklich besser verstanden. Diese Predigt wird dir helfen, nicht nur das Wort Gottes besser zu verstehen, sondern ich will dir auch aufzeigen, falls du mit diesem Gedanken spielst, irgendwie, ich will wieder heiraten, was das für eine krasse Sünde ist. Und dich davon abhalten, ein kompletter Vollidiot zu sein und eine andere Frau, die vielleicht noch Jungfrau ist, auch zur Sünde zu verführen, dass dann sie auch zu Ehebrecherin wird im Grunde genommen. Natürlich, hier ist das Ding, schau. Was ich nicht meine ist, wenn du geschieden bist und wieder verheiratet bist, dass du jetzt in diesem Moment Ehebrecher bist. Nein. Das ist natürlich eine einmalige Sache, die du begangen hast und die Sache ist vorbei. Schau, wenn du geschieden und wieder verheiratet bist,
dann bleibst du mit der jetzigen Frau, die du hast, zusammen, bis dass der Tod euch scheide. Und ich bin nicht gegen dich, okay? Das, was geschehen ist, ist geschehen. Du hast es dem Herrn bekannt, hoffentlich. Es ist vergeben, okay? Ich hoffe, dass dein Leben trotzdem noch gesegnet wird. Dass du jetzt einfach das Beste versuchst, dem Herrn weiter zu dienen, weiter zur Kirche zu gehen. Ich bin nicht gegen dich, okay? Diese Predigt richtet sich nicht gegen dich. Diese Predigt richtet sich an alle zunächst mal, um Gottes Wort besser zu verstehen, aber auch als Warnung an junge Leute, die natürlich den Drang haben, zu heiraten, aber die geschieden sind. Du darfst nicht heiraten. Okay. Du bist erst los von dem Bund, wenn ein Ehepartner stirbt. Leute wollen diese Verse nicht wahrhaben. Rugmanites. Wovon rede ich? Es gibt auch in Deutschland, ja, das ist nicht einfach irgendwas nur in den USA, es gibt in Deutschland mittlerweile diese Bibelbaptistenbewegung. Gegründet von einem Irrlehrer, Peter Ruckman. Bibelbaptistengemeinden gibt es mehrere in Deutschland tatsächlich. Ich selbst, die erste Baptistengemeinde, die ich besucht habe, war eine Bible Baptist Church, eine Bibelbaptistengemeinde. Von einem Pastor aus, der wirklich bei diesem Peter Ruckman, bei diesem Irrlehrer in Pensacola, Florida, ausgebildet wurde. Das war die erste Baptistengemeinde, die ich in Deutschland gegangen bin. Ausgerechnet so eine Bibelbaptistengemeinde, so eine von so einem Ruckmanite, abgeleitet von Peter Ruckman. Das sind seine Nachfolger. Dieser Peter Ruckman, der war nicht einfach nur ein Irrlehrer im Sinne von falsches Evangelium und so weiter, sondern er hat auch gelehrt, dass Scheidung und Wiederheirat in Ordnung ist. Und wie der Vater, so der Sohn, oder vielmehr wie der geistliche Vater, so der Sohn. Ich glaube nicht, dass es ein Wunder ist, dass all diese Ruckmanite-Pastoren, einer in Gießen zum Beispiel, bei dem ich in der Gemeinde war, natürlich verderblicher Irrlehrer, glaubt, dass es verschiedene Evangelien gibt, zur Hölle mit diesem Irrlehrer. Rate mal was, all diese Pastoren, okay, vielleicht nicht alle, ich kenne nicht jeden Einzelnen, aber es ist typisch für diese Ruckmanite-Pastoren, dass sie geschieden und wieder verheiratet sind. Das heißt, sie sind gar nicht qualifiziert, Pastor zu sein. Wie der geistliche Vater, so der Sohn. Diese Pastoren in den Bibelbaptistengemeinden, in dieser Bewegung von Peter Ruckman, sind typischerweise geschieden und wieder verheiratet. Und mit einem dieser Pastoren habe ich mal lange geredet. Es war ein interessantes Gespräch, ich habe viele interessante Sachen von ihm erfahren. Und er hat mir so Sachen erzählt, wie zum Beispiel, er meinte, dass er, und das ist wie gesagt dieser Pastor, der in Pensacola, Florida, der seine Ausbildung bekommen hat, der Peter Ruckman tatsächlich kennt. Dieser Typ hat mir erzählt, dass er doch eigentlich gerne Kontakt aufnehmen würde, zusammenarbeiten würde mit Freikirchen in seiner Stadt. Mit so Freikirchen wie FEG und so weiter. Er würde eigentlich gerne mit denen zusammenarbeiten, aber die wollen nichts mit ihm zu tun haben. Und jetzt kommt die Begründung. Und ich finde die Begründung sehr gut und sehr überraschend gut. Diese Freikirchen wollten nichts mit ihm zu tun haben, mit diesem Ruckmanite-Pastor, aufgrund des Themas der Scheidung und Wiederheirat. Lass mich dir was verraten. Sogar irgendwelche bescheuerten liberalen Freikirchen in Deutschland wie die FEG und was weiß ich nicht alles, sogar die kapieren, dass das der Typ nicht qualifiziert ist, Pastor zu sein. Sogar die verstehen das, was für ein wichtiges Thema Scheidung und Wiederheirat ist. Aber dann ein Pastor von einer ach so fundamentalistischen Baptistengemeinde, Scheidung und Wiederheirat, pff, kein Problem, mach das! Obwohl Jesus sagt, ich meine, wer eine geschiedene heiratet, der bricht die Ehe, aber pff. Das ist wahrscheinlich eine andere Dispensation. Das gilt wahrscheinlich nur für die Juden. Oder irgendeine schwachsinnige Begründung. Ich weiß nicht, was seine Begründung ist. Keine Ahnung. Aber wahrscheinlich haben sie auch dafür irgendeinen Chart, irgendwas, was sie an die Tafel malen. So, das sind die Dispensationen und deswegen darfst du Scheidung wieder Heirat machen. Idiot! Wie kann so krank im Hirn sein? Sogar FEG-Gemeinden, sogar irgendwelche liberalen Freikirchen kapieren, mit dem haben wir nichts zu tun. Der ist noch nicht mal qualifiziert. Ich weiß nicht, ob Sie sich das konkret denken, der ist nicht qualifiziert, aber das ist ein Thema, das für Sie ein Dealbreaker ist. Und das sollte ein Dealbreaker sein. Und ich bin froh, dass ich raus bin aus dieser Gemeinde natürlich schon lange, nichts mehr mit denen zu tun habe. Aber ich bin froh, dass ich auch diese Erfahrung gemacht habe und aus seinem Mund gehört habe, dass liberale Freikirchen in seiner Stadt mit ihm nichts zu tun haben wollten aufgrund dieses Themas. Scheidung und Wiederheirat. Es ist
kein Wunder, dass die Lieblingsbibel dieser Ruckmanites, dieser Bibelbaptistengemeinden, ist kein Wunder, dass ihre Lieblingsbibel die Luther 1545 ist. Ich erkläre dir gleich warum. Und ich habe eine Predigt in der Pipeline, die nennt sich Luther 1545 only. Es wird eine interessante Predigt. Es gibt diese Leute in Deutschland, Bibelbaptistengemeinden, Bibelbaptistenbewegung, die glauben, dass die Luther 1545 Gottes perfektes Wort ist in deutscher Sprache. Lass mich dir einen Vers zeigen. Möglicherweise ein Grund, warum sie diese Übersetzung lieben. Und schau, das ist nichts gegen die Luther 1545 an sich. Ja, das ist nichts. Ich sage nicht einfach Luther böse, Luther 1545 böse. Aber schau, die Luther 1545 hat einige eindeutige, krasse Fehler, die die Lehre derartig verfälschen. Und ich liefere dir gleich ein Beispiel. Und nochmals, das ist nicht einfach irgendwie Luther böse, hat da alles falsch gemacht, alles schlecht. Denn schau, das, was Luther gemacht hat zu seiner Zeit, die Bibel zu übersetzen, alleine, das war natürlich ein großes Werk. Ich will das gar nicht runterspielen. Nehmen wir ein anderes Beispiel. William Tyndale, der meines Wissens der Erste war, der aus dem Griechischen das Neue Testament ins Englische übersetzt hat. Nicht aus dem Lateinischen, sondern aus dem Griechischen. Schau, das war ein großes Werk. Wir preisen Gott für diesen Mann. Aber war seine Übersetzung perfekt? Natürlich nicht. Okay. Aber Heuchler, Pharisäer, Ruckmanites, die sich von ihren Frauen scheiden lassen wollen und wieder heiraten wollen, die werden diesen Vers in der Luther 1545, der offensichtlich falsch ist, die werden den lieben. Okay. Da steht nämlich, ich aber sage euch, wer sich von seinem Weibe scheidet, das ist Matthäus 5, Vers 32, wer sich von seinem Weibe scheidet, es sei denn um Ehebruch. Also, was ist die korrekte Übersetzung? Es sei denn wegen Unzucht, wie es die Schlachter sagt. Es sei denn wegen Unzucht. Unzucht ist eine klar definierte Sünde in der Bibel. Eine drastisch andere Sünde im Vergleich zu Ehebruch. Eine Sünde, die nicht mit dem Tod bestraft wird, während Ehebruch mit dem Tod bestraft wird. Wer sich von seinem Weibe scheidet, es sei denn um Ehebruch, der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine Abgeschiedene freit, der bricht die Ehe. Also was sie damit sagen ist, das was Ruckmanites lehren, also wenn meine Frau mir untreu wird, dann scheide ich sie und dann heirate ich eine andere Frau. Das ist dann kein Ehebruch. Das ist das Problem an der Sache. Aber lass mich dir was sagen. Unzucht ist klar definiert. Es ist eine voreheliche Sünde. Es ist keine Sünde innerhalb der Ehe. Deswegen betone ich das so sehr. Ich hoffe, du verstehst das jetzt, warum. Ja, weil es dann diese Heuchler gibt, die wollen sich wegen einer Sünde, wegen Treulosigkeit innerhalb der Ehe scheiden lassen. Nun, was sagt Jesus? Wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Und das hier ist ganz einfach falsch. Ja, die Schlachter ist natürlich richtig. Es sei denn wegen Unzucht. Unzucht ist klar definiert. Ehebruch ist auch klar definiert. Aber eine klar definiert andere Sünde. Das ist nicht dasselbe. Philipp Melanchthon, Weggefährte Martin Luthers, der hat Folgendes geschrieben, ich zitiere, so ist dies auch Unrecht, dass, wo zwei geschieden werden, der unschuldige Teil nicht wiederum heiraten soll. Aus Tractatus de Potestate und so weiter. Also, was er im Grunde genommen sagt, ist, aus seiner Sicht, aus Philipp Melanchthons Sicht, ist es ein Unrecht, wenn man sagt, dass der unschuldige Teil bei einer Scheidung, beispielsweise die Frau wollte sich nicht scheiden lassen, aber der Mann hat seine Frau geschieden, es sei Unrecht aus seiner Sicht zu sagen, dass die Frau, die unschuldig ist in dem Fall, dann nicht wieder heiraten soll. Oder dass der Mann, der unschuldig ist in der Scheidung, nicht wieder heiraten soll. Das ist aus seiner Sicht Unrecht. Okay, also was Jesus sagt, ist Unrecht. Denn Jesus sagt, wer sich von seiner Frau scheidet, ausgenommen wegen Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Was Jesus sagt, das ist Unrecht. Wow. Schau, wenn du geschieden wurdest und heiratest, dann brichst du die Ehe. Lothar Gassmann, Schande von Pforzheim, sagt, aus seinem persönlichen Text, tritt jedoch der ungläubige Ehepartner bewusst und gezielt aus der Sphäre der Erlösungsordnung heraus, bla bla bla. Das heißt, sagt er sich willentlich von seinem gläubigen Ehepartner los, also Situation ungläubiger und gläubiger Ehepartner, sagt er sich willentlich von seinem gläubigen Ehepartner los und so weiter, dann ist der gläubige Ehepartner nicht wie ein Sklave an diesen gebunden, sondern nach der Auflösung der Ehe für einen anderen gläubigen Ehepartner frei. Und er zitiert natürlich 1. Korinther 7, das sind Verse, die oft verdreht werden. Deswegen, bevor ich zum Schluss komme,
Schlagt nochmal 1. Korinther 7, Vers 10 auf, da heißt es, 1. Korinther 7, Vers 10. Ich fange schon mal an zu lesen, da heißt es, den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr. Also ist die Bibel Gottes Wort? Ja. Also wenn jetzt hier Paulus sagt, den Verheirateten aber gebiete ich, nicht ich, sondern der Herr, dass seine Frau sich nicht scheiden soll von dem Mann. Verzeihung, ich meinte eigentlich einen anderen Vers, wo nämlich Paulus dann sagt, zwei Verse weiter, den übrigen aber sage ich, nicht der Herr, wo er seine eigene Meinung sagt. Okay, also die Bibel ist Gottes Wort. Also wenn hier steht, dass Paulus etwas sagt und nicht der Herr, dann ist es Paulus' Meinung. Das ist korrekt, dass es Paulus' Meinung ist. Aber ich werde dir gleich zeigen, dass Paulus nicht dem Rest von Gottes Wort widerspricht, sondern dass es im Einklang ist. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht scheiden soll von dem Mann. Wenn sie aber schon geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann. Also was ist die Option? Wenn sie geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet. Du musst unverheiratet bleiben. Oder du versöhnst dich mit dem Mann. Und dass der Mann die Frau nicht entlassen soll. Den übrigen aber sage ich, nicht der Herr. Also ich sage das jetzt, sagt Paulus, meine Meinung, nicht der Herr. Wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und diese ist einverstanden, bei ihm zu wohnen, so soll er sie nicht entlassen. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat, der einverstanden ist, bei ihm zu wohnen, soll ihn nicht verlassen. Also klar, das ist alles noch nichts Besonderes. Das geht einher mit dem Rest der Bibel. Ja, wir sehen hier noch nicht irgendwie etwas, wodurch sich Paulus abhebt, was wirklich seine eigene Meinung ist, oder? Es ist einfach eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat, klar, der einverstanden ist, bei ihr zu wohnen, soll ihn nicht verlassen, natürlich. Keine Ehescheidung, hallo? Und hier ist das Ding, Paulus' Meinung, zu der wir gleich kommen, die widerspricht sowieso nicht der Bibel. Ansonsten würde Gott nicht die Meinung eines Mannes in seinem Wort einbinden, oder? Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann, sonst wären ja eure Kinder unrein. Nun aber sind sie heilig. Schau dir jetzt den Vers an. Wenn sich aber der Ungläubige scheiden will, so scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. In Frieden aber hat uns Gott berufen. Und das ist jetzt seine eigene Meinung, die dem Rest der Bibel aber nicht widerspricht. Und ich komme dir gleich dazu, warum das, was konkret hier seine eigene Meinung daran ist. Dazu komme ich gleich. Also Paulus' Meinung ist, wenn der ungläubige Ehepartner sich scheiden will, so scheide er sich. Also der Ungläubige wird halt sowieso etwas machen, was ein Ungläubiger machen wird. Er wird sich vielleicht einfach scheiden lassen. Der Bruder oder die Schwester, der gläubige Teil, ja, ist in solchen Fällen nicht gebunden. In Frieden aber hat uns Gott berufen. Irrlehrer verdrehen diese Verse und sagen, siehst du, du kannst dann wieder heiraten. So wie Luther Gassmann uns das Glauben machen möchte. Ja, also dann ist der gläubige Ehepartner nicht wie ein Sklave an diesen gebunden, sondern nach der Auflösung der Ehe für einen anderen gläubigen Ehepartner frei. Nein, nein, wenn dein ungläubiger Ehepartner sich von dir scheidet, es macht keinen Unterschied, ob gläubig oder ungläubig. Du darfst dann nicht wieder heiraten. Okay, du bist nicht gebunden. In welchem Sinne? Der Bruder oder die Schwester sind in solchen Fällen nicht gebunden. Du bist nicht gebunden, der Person nachzulaufen und irgendwie zu versuchen, hier schau mal das, was die Bibel sagt und so. Dein Ehepartner ist ungläubig. Möglicherweise wirst du das nicht schaffen. Ja. Und jetzt aber kommen wir zu Paulus eigentlicher Meinung dabei. Schau dir Vers 6 an, 1. Korinther Kapitel 7, im selben Kapitel in Vers 6. Das sage ich aber aus Nachsicht und nicht als Befehl. Denn ich, Paulus, denn ich wollte, alle Menschen wären wie ich, also ehelos, Single. Aber jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Also Paulus sagt, aus meiner Sicht, hey, es wäre toll, wenn alle wie ich wären. Einfach ehelos, nicht verheiratet, Single. Dann könnten wir alle einfach zu 100% dem Herrn dienen und uns umsonst nichts kümmern, ohne Ablenkung. Okay, das ist seine Meinung. Aus seiner Sicht wäre das toll, aber er erkennt auch an, jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Ich sage aber den Ledigen und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Also aus seiner Sicht ist es eben gut für Ledige und Witwen, dass sie halt ledig bleiben oder als Witwe eben nicht wieder erneut heiraten, sondern bleibe wie ich, bleibe unverheiratet. Das ist seine Meinung. Okay. Was ist Paulus' Ziel? Und ich gehe jetzt nicht weiter auf die Verse ein, es wird zu viel. Nur ganz kurz, was ist Paulus' Ziel? Ohne Ablenkung dem Herrn zu dienen. Also Paulus' Meinung ist, ich fände es besser, wenn du Single bleibst. Du bist Single, bleibe einfach Single. Du bist Witwe, heirate nicht nochmal eine Person. Und das ist seine Meinung, das ist kein Gebot. Okay, er sagt das sage ich aus Nachsicht, nicht als Befehl. Es ist kein Befehl, es ist kein Gebot. Es ist einfach seine Meinung. Das ist tolles Single zu sein. Warum? Weil du dann ohne Ablenkung dem Herrn dienen kannst. Aber er erkennt auch an, hey, es gibt Leute, die müssen heiraten. Die schaffen das nicht. Also, in diesem Kontext, wo wir jetzt wissen, was Paulus' Meinung ist, dass es toll ist, Single zu sein, was für die wenigsten Menschen der Fall ist,
Ja, 99% der Menschen sollten heiraten. Das ist eine Meinung, die man wenig findet. Das ist einfach seine Meinung. Es ist toll, Single zu sein. In diesem Licht können wir jetzt verstehen, warum Paulus sagt, wenn sich aber der Ungläubige scheiden will, scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. In Frieden hat uns Gott berufen. Und was hat Paulus davor gesagt? Den Übrigen aber sage ich, nicht der Herr. Also seine Meinung ist es, dass es toll ist, ehelos zu bleiben. Ist aus seiner Sicht besser. Und Leute, die sündigen wollen, die werden jetzt diese Verse nehmen, um ihre Sünde zu rechtfertigen und missachten das eigentliche Ziel dabei. Sie missachten das Ziel dabei, wenn es hier heißt, der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. Was ist das Ziel? Was ist Paulus' Meinung? Das Ziel ist es, danach ehelos zu bleiben. Du bist nicht gebunden, irgendwie zu sagen, bitte bleibe bei mir, anzuflehen und zu betteln und schau hier, ja, vielleicht kann ich die Person noch retten. Nein. Denn, was weißt du, Frau, ob du den Mann retten kannst? Ich zitiere den Vers jetzt einfach nur. Oder was weißt du, Mann, ob du die Frau retten kannst? Nicht, du bist nicht gebunden. Du bist nicht verpflichtet, hinterherzulaufen. Denn du weißt nicht, ob du die Person retten kannst. Du weißt nicht, ob du das wirklich wieder gut machen kannst. Was ist das Ziel? Mit welchem Ziel bist du nicht gebunden? Mit welchem Ziel kannst du einfach sagen, okay, ich lasse die Person gehen? Mit welchem Ziel? Ehe loszubleiben, Single zu bleiben, nicht wieder danach zu heiraten. Das macht der Kontext eindeutig. Es ist Paulus' Meinung, ehelos zu bleiben, ist besser aus seiner Sicht. Nicht gebunden. Ja, weißt du, wenn beide gerettet wären, dann könnte man mit der Bibel argumentieren und schau, lass uns das wieder gut machen. Aber aus Paulus Sicht, mit dem Ziel, ehelos zu bleiben, ist es besser, einfach zu sagen, ich lasse die Person gehen. Und Paulus aus seiner Sicht, hey, du bist dann nicht gebunden, aber mit welchem Ziel, ehelos zu bleiben, nicht wieder zu heiraten. Denn wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Es ist aus Paulus Sicht besser, die Person gehen zu lassen, sodass man dann ungestört dem Herrn dienen kann, als Single, unverheiratet. Ja. Scheidung und wiederheiratetes Ehebruch ist mein letzter Punkt. Erster Punkt, was war das? Scheidung ist grundsätzlich Sünde. Grundsätzlich Sünde. Zweitens, der Scheidebrief dient dem Schutz der Ehe. Der Scheidebrief dient dem Schutz der Ehe, weil Scheidung grundsätzlich Sünde ist. Drittens, Scheidung und Wiederheirat ist Ehebruch, wie wir uns angeschaut haben. Heuchler Pharisäer wie Lothar Gassmann, wie Peter Ruckman und seine Nachfolger in Deutschland, die werden Verse natürlich verdrehen, völlig aus dem Kontext reißen. Aber Scheidung und Wiederheirat ist Ehebruch. Verführe nicht eine andere Person, Ehebruch zu begehen, wenn du schon geschieden bist. Verführe nicht eine andere Person dazu, Ehebruch zu begehen. Ich lese nochmal vor zum Schluss. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, ausgenommen wegen Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Lass uns beten. Vater, ich danke dir für dein Wort. Danke, Herr, für die klaren Gebote aus deinem Wort. Danke, Herr, dafür, dass wir durch deinen Heiligen Geist dein Wort verstehen können, dass wir es erforschen können, Herr, dass du dein Wort komplex gemacht hast, Herr, nicht wie ein Bilderbuch, sondern dass wir darin forschen können. Und Herr, es ist wunderbar, etwas Neues zu lernen, Vater. Ich danke dir für die Warnungen. Bitte hilf jungen Menschen, die Warnungen zu beherzigen, dass sie nicht diese Sünde begehen, sich scheiden zu lassen und wieder zu heiraten oder wenn sie geschieden wurden, Herr, auch dass sie dann Single bleiben, Herr. Und danke, Herr, dafür, dass die Ehe eine wunderbare Institution ist, die du schützen möchtest, Herr. Bitte hilf uns, die Ehen, die existieren, zu bewahren, Herr. Das sollte das Ziel sein, Herr. Und ich bitte dich, segne die Predigt, segne das Seelengewinnen, Herr. Und in Jesu Namen beten wir. Amen.